Und wir kommen nach Österreich. Die Telekom-Affäre wird möglicherweise schon demnächst den Nationalrat beschäftigen. Die Opposition will eine Sondersitzung dazu beantragen. Und auch der Aufsichtsrat der Telekom soll zu einer außerordentlichen Sitzung zusammenkommen. Gründe dafür gibt es ja genug. Die Telekom-Affäre könnte sich laut Experten zu einem der größten Wirtschaftsskandale der letzten Jahrzehnte auswachsen. Und eines fällt dabei auf. Auch hier tauchen an zentraler Stelle wieder zwei Lobbyisten auf, die man schon aus anderen hochumstrittenen Geschäften der letzten Jahre kennt. Peter Huchecker und Alfons Mensdorf. Puyi. Eine gute Verbindung zur Telekom Austria und zur Politik. Sowohl Peter Huchecker als auch Alfons Mensdorf Puyi hatten genau das. Mensdorf Puyi bezeichnet sich selbst als kleiner Bauer aus dem Burgenland. International ist er als Waffenlobbyist tätig. Die Gripen-Affäre. Mensdorf Puyi soll als Berater des Waffenkonzerns British Aerospace den Verkauf des Gripen in Tschechien vorangetrieben haben. Der Konzern soll tschechische Parlamentarier bestochen haben. Mensdorf Puyi bestreitet alle Vorwürfe. Die Eurofighter-Affäre. Wegen Verdacht der Geldwäsche und Bestechung im Zusammenhang mit dem Eurofighter-Ankauf werden Büro und Schloss von Mensdorf Puyi durchsucht. Der Verdacht der Staatsanwaltschaft, Mensdorf Puyi sei in Bestechungsvorgänge involviert. Die Telekom-Affäre. 1,1 Millionen Euro erhält der Waffenlobbyist von der Telekom für seine Dienste bei der Vergabe des Polizeifunks. Das hat Mensdorf bestätigt. Das Magazin Profil berichtet von weiteren 2,6 Millionen Euro vom Telekom-Partner Motorola. Wegen der Abfangjägergeschäfte war Mensdorf Puyi zweimal in U-Haft, in Österreich und in Großbritannien. Verurteilt wurde er nicht. Heute will Mensdorf Puyi nichts sagen. Im Mai war er gegenüber einer Seitenblicke-Reporterin zum Thema Korruption auskunftsfreudiger. Am Rande einer Aufführung des Stücks Unschuldsvermutung. Das ist den Medien aufoktroyiert worden. Sie schreiben zuerst, was man für ein Schwein ist und alles. Und am Schluss steht dann, es gilt die Unschuldsvermutung. Also das ist alles eine Augenauswischerei. Peter Huchecker war ebenfalls lang im PR-Geschäft. Und lang ist auch die Liste mit den Vorwürfen gegen ihn. Die Buwok-Affäre. Huchecker kassiert gemeinsam mit Walter Maischberger fast 10 Millionen Euro. Von der IMO-Finanz, die 2004 den Zuschlag für die 60.000 Bundeswohnungen bekommt. Der Verdacht? Huchecker und Maischberger könnten Insider-Informationen von Ex-Finanzminister Grasser bekommen und weitergeleitet haben. Die Affäre um den Linzer Terminal Tower. Huchecker und Maischberger bekommen 2005 vom Baukonzern Porr 200.000 Euro. Kurz darauf spricht sich der damalige Finanzminister Grasser für die Übersiedelung der Finanzlandesdirektion in das neue Gebäude aus. Die Telekom-Affäre. Insgesamt 25 Millionen soll Huchecker von der Telekom erhalten haben. Für 9 Millionen Euro gibt es laut dem derzeitigen Telekom-Management keine erkennbare Gegenleistung. Eine schiefe Optik ist nicht strafbar. Erst wenn es den Beweis der Korruption in Netzwerken gibt, kann jemand verurteilt werden, sagt die Strafrechtlerin. Man weiß jetzt natürlich noch nicht, was noch alles ans Licht kommt. Insofern möchte ich nicht davon sprechen, es ist der größte Skandal des Jahrzehnts oder etwas in der Dimension. Aber von den Ausbreitungen, die man jetzt vermuten darf, gehört dieser Fall sicher zu den größeren der jüngeren Kriminalgeschichte. Es gilt die Unschuldsvermutung, auch wenn manche Betroffene das nicht gerne hören. Wir haben natürlich versucht, Telekom-Chef Amitsreiter oder auch Aufsichtsratsvorsitzenden Beirer ins ZIP2-Studio einzuladen. Aber beide wollten sich heute nicht vor einer Kamera äußern. Und um die Telekom-Affäre geht es heute auch in der ZIP24. Live im Studio diskutieren dort Stefan Betzner vom BZÖ und der grüne Justizsprecher Albert Steinhauser. Punkt Mitternacht in ORF 1.